liebst du besser? Was willst du denn? Ich gebe dir alles. Also muss man darauf achten, wie sind die Verhältnisse. Es muss nicht immer ein Grund sein, um abzulehnen, aber man sollte vielleicht ein bisschen darauf achten. Und die vierte Sache ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Beste, die Religion. Wallahi, liebe Geschwister, ich schwöre euch bei Allah subhanahu wa ta'ala, eine Frau, die ihre 5 Gebete einhält, die ihre Scham hütet, ihren Monat fastet, die Ehre und Stolz ihres Mannes bewahrt, Allah macht ihr alle 8 Tore des Paradieses auf. Und es wird zu ihr gesagt, geh aus welchem Tor du möchtest. Kannst du aussuchen, such dir alle 8 aus. Du kannst von diesem, von diesem, von diesem. So eine Frau ist für dich wertvoller, als wenn du eine Frau hast, die schickimicki ist. Ich möchte auch keinen zu nahe treten, aber wir sind hier, um die Wahrheit zu sprechen. Ich sage nicht, dass alle so sind, um Gottes Willen, damit man mich nicht falsch versteht. Ich möchte keinen angreifen. Aber das ist das, was ich von meiner Erfahrung mitbekommen habe, was ich höre, sehe und gefragt werde. Wie kann ich das sagen, ohne so... Ach, was soll's. Man kann nicht viel erwarten, Bruder. Wir kommen auch gleich zu den Schwestern. Man kann nicht viel erwarten, wenn die Schwester sehr, sehr viel auf ihre Äußerlichkeit gibt. Lange Nägel, gespritzte Lippen, gespritzte Wangen. Kann man, so leid es mir tut, man kann nicht viel erwarten. Ist Wahrheit, Bruder. Erwarte jetzt nicht von ihr, Bruder, weil man sieht ja, in welchen Verhältnissen sie groß geworden ist. Ich stelle mir gerade vor, meine Schwester würde mit aufgespritzten Lippen nach Hause kommen. Mein Vater würde sie umbringen. Er würde sie umbringen. Ich würde sie umbringen. Weißt du, was ich meine? Und man sieht aufgrund der Verhältnisse, aus welchem Haushalt sie kommt und wie sie großgezogen worden ist. Du kannst nicht viel erwarten. Du kannst nicht viel erwarten. Und du musst auch unglücklich werden. Es ist vielleicht schön, wenn du eine... Ich hatte mal einen Cousin, der hat gesagt, ich liebe es, wenn alle meine Freundin anschauen. Das macht mich so, ich finde das Hammer. Und der Youth. Und der Youth, ganz klar. Wisst ihr, was ein der Youth ist? Rasulullah s.a.w. sagte, einer, der keine Eifersucht gegenüber seiner Frau, Schwester, Mutter, Tochter hat, und man lässt sie machen, was sie wollen. Er wird das Paradies nicht richten. Er wird das Paradies nicht richten. Das ist ein der Youth. Vielleicht solltest du das Aussehen der Frau reduzieren. Vielleicht solltest du das Drumherum um sie ein bisschen reduzieren, Bruder. Und du achtest vielleicht viel, viel mehr darauf, wie ist ihre Religion. Aber eine Sache darfst du nicht vergessen. Wo du bist, das findest du. Bruder, wie finde ich eine gute Ehefrau? Wo bist du denn, Bruder? Ja, Bruder, ich bin in der Shisha-Bar. Es ist schwierig, Achim. Wir müssen realistisch sein, Bruder. Schwierig. Wir kennen uns jetzt belügen und sagen, ja, Bruder, hab Vertrauen. Allah wird dir geben, Bruder. Sabr. Allah ist nicht ungerecht. Allah ist nicht ungerecht. Allah wird dir das geben, was du selber bist. Warum sagt Allah? Gute Männer für gute Frauen. Gute Frauen für gute Männer. Schlechte Männer für schlechte Frauen. Schlechte Frauen für schlechte Männer. Das ist das Gesetz. Bei den Frauen ist das so, du musst darauf achten, wie ist er? Ist das ein Muttersöhnchen? Ist das kein Muttersöhnchen? Und bei Muttersöhnchen muss man nochmal unterscheiden. Liebt er seine Mutter und achtet auf sie und schützt sie und beschützt sie? Dann hältst du deinen Mund und du darfst nicht reden. Ist das aber einer, der seine Mutter bestimmen lässt über seine Ehefrau und über die Ehe? Dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Und das wirst du ganz, ganz leicht erkennen, indem du ihn kennenlernst, wie er tickt. Mischt sich die Mutter ein, mischt sich die Mutter nicht ein. Es gibt Brüder, die sagen so, die Mutter sagt nein, die Mutter soll so machen. Und er sagt, okay, hör auf meine Mutter, das geht nicht. Allah hat deine Mutter leider, obwohl, guck mal, wir lieben unsere Mutter, richtig? Aber Allah hat deine Mutter nicht das Recht gegeben, über deine Frau zu entscheiden. Allah hat deiner Mutter nicht das Recht gegeben, über deine Frau zu entscheiden. Es hat. Es hat. Dann wirst du vielleicht einmal sagen, ja, ist doch meine Mutter, sei leise, mach doch einmal, richtig? Mach zweimal, komm, ist meine Mutter, halt deinen Mund. Mach dreimal, mach viermal, wie oft sollen sie das machen, Bruder? Das ist deine Mutter, nicht ihre Mutter.
Es ist dasselbe, wie wenn jetzt ihre Mutter die Ansage macht. Du wirst vielleicht einmal aus Liebe zu deiner Frau mitmachen. Zweimal wirst du aus Liebe zu deiner Frau mitmachen. Beim dritten Mal sagst du, klär das mit deiner Mutter, bevor ich das kläre. Richtig? Deswegen müsst ihr darauf achten, wie dieser Junge tickt mit seiner Frau, mit seiner Mutter, mit seiner Familie. Du musst darauf achten, ist seine Religion gut? Betet er? Es nützt nichts, wenn er einen dicken Wagen hat und Bruder, das ist der größte Kaputte, den es gibt. Nur in Shisha-Bass abhängt und Musik und dies und das und dies. Nützt nichts. Es ist kein Erfolg in diesem Mann. Du musst darauf achten, hält er seine Gebete? Guck mal, eine Schwester, betet er? Ja, der betet. Hast du ihn schon mal beten sehen? Nein, noch nie. Seid ihr nicht zusammen draußen? Ja doch, abends immer. Ja, Abendgebet, Nachtsgebet? Ja, nee. Ihr müsst darauf achten, betet er, wie ist seine Religion, wie viel Zeit verbringt er in der Moschee? Was sind seine Absichten? Redet er von Orange Country oder redet er von Umrah? Muss man, Orange Country kennst du nicht in Türkei? Das ist Haram, so eine Rot, darfst du nicht rein. Das ist besser, dass du nicht kennst, andere. Ja, ich glaube, das ist im Modell. Ist das im Modell? Guck mal, keiner will was sagen. Allahu Akbar. Keiner weiß. Da kann ich das nächste Mal aufhören. Das sind die vier Eigenschaften. Schönheit, Familie, Besitz, Religion. Schönheit, Familie, Besitz, Religion. Gehen wir weiter. Wie lerne ich jetzt eine Frau kennen? Das ist ja die Hauptfrage, ne? Wie lerne ich jetzt einen Bruder kennen? Das ist jetzt die Hauptfrage. Muss Mensch. Das erste, was du machen kannst, ist folgendes. Du sprichst Familie, Verwandte, Bekannte an. Du redest mit deiner Mama, wenn du in diesem Alter bist. Bei mir war das mit 20. Mit 20 habe ich geheiratet. Da lernt man sich kennen. Man fragt Mama, frag mal. Vielleicht auf Hochzeiten, auf Feierlichkeiten. Vielleicht gibt es eine Familie. Oder vielleicht unter Nachbarn. Man fragt also erstmal intern. Intern fragt man. Dann fragt man bei Freunden, ein Bruder. Das ist mein Bruder. Und ich sage, ja, boah, hast du nicht irgendeinen in deiner Familie, wo du sagst,